Ja, ich weiß natürlich sehr gut, dass ihr alle Englisch versteht. Und ich weiß noch besser, dass mein Deutsch nicht so gut ist. Aber trotzdem will ich versuchen, auf Deutsch zu reden. Und wenn ich... Und ich weiß ehrlich nicht genau warum. Ich glaube, es ist ein Protest gegen die Anglifizierung der Welt. Also nicht aus einer nationalistischen Hinsicht natürlich, sondern wegen der sozialen Verengung, die diese Anglifizierung mitbringt. Also ich bitte um eure Geduld. Meine Eröffnungsrede hat einen Titel. Sie heißt Eröffnungsrede. Als Daniel mir das Programm schickte und ich sah, dass ich eine Eröffnungsrede halten sollte, dachte ich, ja, 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 yes. Yes, 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 eine Eröffnungsrede. Eine Rede, die öffnet. Genau, was wir brauchen, genau, was wir dringend in dieser Welt brauchen. Ein Traum, ein wundervoller Traum. Eine Rede, die tatsächlich öffnet. Eine Rede, die eine sich schließende Welt öffnet. Vielleicht sogar eine Rede, die ein Festival eröffnet, das die Welt öffnet. Also, Daniel, ich danke dir für den Vorschlag. Also, eine Rede, die nicht nur die erste Rede des Festivals ist. Natürlich ist das bereits fantastisch, eine große Ehre. Es ist schön, wieder in Graz zu sein. Und hier auf der Bühne nach Diane und Christian ist just wow, it's just fantastic. Und das ist wundervoll, aber ich möchte noch mehr. Eine Rede, eine Eröffnungsrede, eine Rede, die öffnet, geht in die falsche Richtung. Sie bewegt sich gegen das Schließen der Welt. Gerade so wie die Proteste der Studentinnen hier in Österreich, das Uni brennt, vor 5 Jahren. Jene Proteste richteten sich gegen das Schließen der Welt, wie es der Bologna-Prozess bedeutet. Ein Schließen von Räumen innerhalb der Universitäten, ein Schließen der Möglichkeiten kritischen Denkens, ein Schließen des Verstandes, eine engere Unterordnung der Universitäten unter die Anforderungen des Kapitals. Diese Schließung beschränkt sich nicht natürlich auf die Universitäten. Eine bestimmte Logik wird allen Aspekten des Lebens zunehmend enger aufgezwungen. Die Logik des Geldes, also die Logik des Profits, die Logik der Schließung. An den Universitäten lehrt uns diese Logik: Denke nicht zu viel nach, lerne nur die richtigen Antworten. Auf dem Lande sagt sie uns: Denke nicht, dass du ein Leben wie deine Eltern und Großeltern führen kannst, etwas Viech halten und das anpflanzen, was du zum Leben brauchst. Jetzt musst du Platz für die landwirtschaftliche Massenproduktion machen.
oder zunehmend, du musst Platz machen für die Minen, für die Dämme, für die Autobahnen, für die Hochgeschwindigkeitszüge. Noch besser, warum verschwindest du eigentlich nicht gleich vollständig? Und Millionen und Abermillionen Menschen sind jedes Jahr gezwungen, das Land zu verlassen, um in die Slums der Welt zu ziehen. Und in den Staaten sagt uns die Logik des Geldes, glaube bloß nicht, dass du mit deinem Leben anfangen kannst, was du willst. Du musst deinen Lebensunterhalt verdienen. Und das bedeutet, wir wissen es, das bedeutet, dass du etwas tun musst, das die Profite erhöht, das die Macht der Reichen vergrößert. Und das ist genau es, was geschieht. Eine obszöne Konzentration der Macht in aller Welt in den letzten 30 Jahren. Ein gigantisches Wachstum der Macht der Reichen, der Macht des Geldes. Die Logik des Geldes ist die Logik der Schließung. Sie präsentiert sich der Welt als Freiheit, als eine Öffnung der Möglichkeiten für alle. Tatsächlich ist es jedoch genau das Gegenteil. Es ist das Verweben jeglicher menschlicher Aktivität in ein Weltsystem, das niemand kontrolliert, das jedoch einem einfachen Gesetz folgt. Mehr, mehr, mehr Profit. Und wenn du der Herrschaft des Geldes nicht folgen willst, wenn du mit deinem Leben etwas anderes machen willst, dann musst du halt verrückt oder kriminell sein und solltest bestimmt eingesperrt werden. Geld ist, oder dass die Herrschaft des Geldes, ist ein Gefängnis, gestützt von vielfältigen Linien der Schließung, die mehr und mehr gewalttätig werden. Die Landesgrenzen zum Beispiel. Die Dynamik des Geldes ist das Zerstören der Hoffnungen und Träumen der Jugend. Und wir sehen es immer wieder. Träume zerbrochen an der Realität der Erwerbslosigkeit oder häufig schlimmer an der Realität der Erwerbstätigkeit. Es geht nicht nur darum, dass wir in einer Welt der Schließung leben, sondern dass diese Schließung beständig aggressiver wird. Geld hat eine Dynamik. Geld ist Kapital und es kann nicht stillstehen. Die Herrschaft des Kapitals ist schneller, schneller, schneller. Und die Herrschaft des schneller, schneller, schneller bedeutet aus dem Weg mit den Menschen, die zu langsam sind. Mit den Menschen, die die Sachen aufhalten. Aus dem Weg mit denen, die kein Englisch können. Aus dem Weg mit den Protestierenden und in die Gefängnis mit ihnen oder auch in die Massengräber, deren Anzahl sich weltweit vervielfacht, wie wir leider allzu gut in Mexiko wissen. Aus dem Weg also mit den 43 Studenten von Ayotzinapa, die vor einem Monat verschwunden worden sind. Die Wände nähern sich uns einschließend und drohen uns vollständig zu zerquetschen. Die Dynamik des Geldes ist es, die Schließung des Lebens an sich.
ist es nicht nur eine Frage des zukünftigen Untergangs durch den Klimawandel oder den Wassermangel oder den Atomkrieg. Die Dämmerung legt sich bereits über uns. Es wird häufig als Neoliberalismus bezeichnet, aber es ist keine Frage der Orientierung der Regierungen. Es ist das Kapital, das seine Orgien zelebriert. Ist es das Geld als Form Gesellschafterorganisation, das an seine Grenzen stößt? Für viele also eine Zeit der Depression, eine Zeit, wo die meisten Eltern glauben, dass das Leben für ihre Kinder schwieriger sein wird, als es für sie war. Eine Zeit, in der die Möglichkeit einer radikalen Veränderung der Welt scheint, verblichen zu sein. Deshalb natürlich ist eine Öffnungsrede notwendig, dringend notwendig, desperately necessary. Eine Rede, die wirklich öffnet. Es kommt darauf an, das Hoffen zu lernen, wie Ernst Bloch nach der Erfahrung mit den Nazis und dem Krieger schrieb. Nicht eine törichte, leere Hoffnung, dass am Ende alles bestimmt sehr gut ausgehen wird. Denn so ist es nicht. Es muss eine begründete Hoffnung sein, eine Dr. Space, wie Bloch sie bezeichnet hat. Zu Blochs Zeiten war die Hoffnung noch mit der Partei und der Vorstellung verbunden, die Kontrolle über den Staat zu gewinnen. Aber das ist vorbei. Die Partei ist vorbei. The party is over. Ja, nach der Depression brauchte ich das. Wir müssen also die Hoffnung wieder erlernen, wieder erdenken. Wir müssen lernen, unsere Augen und Gedanken zu öffnen und jenseits der sich schließenden Wände des Kapitalismus zu sehen. Die Hoffnung liegt also nicht darin, die Partei aufzubauen, nicht darin, die Kontrolle über den Staat zu gewinnen, einfach weil der Staat eine vollständig in den Kapitalismus integrierte Institution ist, die nicht zu dessen Überwindung genutzt werden kann. Die Hoffnung liegt jetzt in den Millionen und aber Millionen von uns, die sagen, nein, wir werden es nicht hinnehmen. Wir werden eure Zerstörung der Welt und eure Minen und eure Dämme und eure Waffen und eure Kriege nicht hinnehmen. Ja, nicht mehr. Wir werden die Herrschaft der Reichen, also die Herrschaft des Geldes, nicht mehr hinnehmen. Wir werden die Sachen auf andere Weise machen, uns auf andere Weise miteinander verbinden. Wir wollen eure Totalität des Todes nicht und wir wollen gar keine Totalität. Wir haben im letzten Jahrhundert gesehen, was passiert, wenn eine Totalität durch eine andere, eine Schließung durch eine andere ersetzt wird.
wie die Tragödie des Kommunismus es gezeigt hat. Und jetzt sagen wir nein. Wir brechen auf 1 Million verschiedener Arten weg von der Totalität des Kapitaltodes. Wir schaffen Risse im System. Wir kommunisieren. Nichts mit Kommunismus zu tun, vielleicht, oder nichts mit dem Kommunismus, den wir damals kannten. Aber doch, wir kommunisieren. Wir kämpfen um die Erde, unsere Erde zu machen, also die Erde von Menschen und von anderen Lebensformen, bevor das kapitalistische System sie vollständig zerstört. Wir kämpfen, um eine Lücke zu eröffnen zwischen der Zukunft des Kapitalismus, die nur der Tod sein kann, und die Zukunft der Menschheit, die immer noch das Leben sein kann, wenn es schon nicht zu spät ist. Ernst Bloch legte die Hoffnung in das noch nicht, die Macht der Welt, die bislang nicht existiert und deswegen als noch nicht existiert, in unseren Verweigerungen, in unseren Träumen, in unseren experimentellen Kreationen, in unserem Drängen gegen und jenseits des Kapitals. Wir müssen lernen, den Liedern jener Welt, die noch nicht existiert, die existiert also noch nicht. Wir müssen lernen, den Liedern jener Welt zuzuhören und sie selber zu singen und so laut wie möglich. Arundhati Roy drückt dies sehr schön aus. Eine andere Welt, sagt sie, eine andere Welt ist nicht nur möglich, sie ist bereits auf dem Wege. Und wenn man an einem stillen Tag sehr genau hinhört, kann man sie atmen hören. Daher meine Eröffnungsrede. Ich will die Welt öffnen. Ich will die kapitalistische Einkerkerung auflösen. Ich hoffe und ich denke, wir wollen es alle, die hier sind. Mein Wunsch also für das Festival ist, dass es wirklich ein Eröffnungsfestival sei, dass es die Lieder der noch nicht geborenen Welt singe, so laut und so schön wie möglich. Dankeschön.